Bonjour, monsieur, dame, c'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich lese die Betriebsanleitung meines Fahrrads vor und zwar auf Deutsch, Englisch und Französisch. Und im Teil Einleitung habe ich. Sehr schön. Den ersten Absatz vorgelesen. Es geht weiter mit dem zweiten Absatz. Alle Personen, die dieses Pedelec benutzen, reparieren oder warten, reinigen oder entsorgen, müssen den Inhalt und die Bedeutung dieser Betriebsanleitung vollständig zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder etwas nicht ganz verstanden haben, wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Ich wollte ungefähr wissen, alle Informationen in dieser Betriebsanleitung beziehen sich auf Aufbau, Technik sowie Pflege und Wartung. Bitte beachten Sie diese Informationen. Viele sind sicherheitsrelevant. Ihre Missachtung kann mitunter schwere Unfälle und wirtschaftliche Schäden verursachen. Aufgrund der komplexen Technik eines modernen Pedelecs, das ist ein Elektrofahrrad, haben wir nur die wichtigsten Punkte beschrieben. Ebenso gilt diese Betriebsanleitung nur für das Pedelec, mit dem sie ausgehändigt wurde. Für spezielle technische Details beachten Sie bitte die beiliegenden Hinweise und Anleitungen der jeweiligen Hersteller der eingesetzten Komponenten. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline. Bevor Sie am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, informieren Sie sich bitte über die jeweils geltenden nationalen Vorschriften. Zunächst jedoch ein paar Hinweise zur Person des Fahrers, die es ebenfalls zu beachten gilt. So, und jetzt gibt es ein paar Hinweise. Setzen Sie immer einen angepassten und geeigneten Fahrrad- oder Pedelec-Helm auf. Benutzen Sie ihn bei jeder Fahrt, mache ich nie. Informieren Sie sich in der Anleitung des Helmherstellers über den korrekten Sitz des Helms. Weiß ich, wie man die aufzieht. Gibt es auch eine Grafik hier. Tragen Sie beim Fahren immer helle Kleidung oder Sportkleidung mit reflektierenden Elementen. Das ist wichtig für das Gesehenwerden. Mache ich auch nicht grundsätzlich. Enge Bekleidung, enge Beinkleidung ist Pflicht. Ich habe eine Joggenhose an aus Baumwolle manchmal oder eine kurze Hose. Benutzen Sie gegebenenfalls Hosenklammern, mache ich alles auch nicht. Ihre Schuhe sollten rutschfest und steife Sohlen haben. Das ist der Fall. Fahren Sie nie freihändig, habe ich auch schon gemacht. Auch wenn Sie schon über Erfahrung mit Pedelecs verfügen, lesen Sie unbedingt zuerst das Kapitel vor der ersten Fahrt, habe ich nicht gelesen, und führen Sie die wichtigsten Prüfungen aus dem Kapitel vor jeder Fahrt durch. Ich gucke mir das Ding vorher an, das tue ich. Ich bilde mir auch ein, dass ich das richtig kann. Beachten Sie, dass Sie als Verkehrsteilnehmer mit dem Pedelec besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Schützen Sie sich und andere durch verantwortungsbewusstes und sicheres Fahren. So, und jetzt auf Englisch. Introduction. After dear customer, the second phrases. Everyone that uses, repairs or services, cleans or disposes of this Pedelec must completely acknowledge and understand the content and meaning of these operation instructions. Should you have any further questions or if anything remains unclear, please contact us on our service hotline. This manual contains information about construction technology, maintenance and serving. Please take note of this information as much of it is relevant to your safety. Is relevant to safety. Seems to be quite good English. Failure to consider this information can cause serious accidents and damage to property.
S-Modern Pedelecs. As modern pedelec technology is highly complex, we have chosen to only describe the most important points. As well as this manual only applies to the pedelec for which it was issued. These technical details concerning the parts installed to the bike can be read in the attached instruction and the reference materials provided by each of this bike's manufacturers. Should you have any question, please contact us on our service hotline. Before riding your pedelec on public roads, you should inform yourself about the applicable national regulations in your specific country. Applicable national regulations in your specific country. Applicable. Okay. First, however, a few points which the person using the pedelec should consider before starting a journey. Always wear a fitted and suitable bicycle helmet and use it each time you ride. Read the instructions supplied by your helmet manufacturer relating to fitting the helmet properly. Always wear bright clothing or sportswear with reflective elements when you ride. This is vital to the other people. No, that's vital to the other people is not correct. This is vital so that other people can see you. Tight clothing is mandatory. If you do not have any, use trouser clips. Your shoes should be slip resistant and have hard soles. Soles spelled S-O-L-E-S. Never ride with your hands on the handlebar. Even if you are an experienced pedelec user, it is essential that you read the chapter before your first ride and then carry out all the important checks from the chapter before every ride. Please note that as a pedelec rider, you are particularly at risk on public roads. Ensure that you protect yourself and others with responsible and safe riding. So, jetzt noch auf Französisch, der härteste Teil für mich. Avant-propos, il y avait quelques mots et je vais recommencer. Toutes les personnes qui utilisent, réparent ou entretiennent, nettoyent ou éliminent ce VAE doivent avoir lu et compris le contenu et la signification de l'ensemble de la présente notice d'utilisation. Si vous avez d'autres questions ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à consulter notre assistance technique téléphonique. La présente notice est entièrement consacrée à la façon dont se présente votre VAE, à sa mécanique et à son entretien. Nous vous recommandons de la lire soigneusement. Beaucoup de ces informations sont importantes pour la sécurité. Le fait de le négliger peut être source d'accidents graves et de dommages coûteux. En VAE moderne étant un objet technique complexe, nous n'abordons que les points les plus importants. Cette notice n'est évidemment valable que pour le VAE avec lequel elle a été fournie. Certains détails techniques spécifiques sont expliqués dans les notices jointes des fabricants des accessoires montés sur le VAE. Si quelque chose ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à en consulter notre assistance technique téléphonique.
Avant de rouler sur la voie publique, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour commencer, quelques indications concernant le cycliste lui-même. Il faut toujours porter un casque adapté à l'utilisation d'un VAE et bien ajusté et l'utiliser pour chaque trajet. Respectez les conseils pour le port du casque donnés dans la notice du fabricant. Portez toujours des vêtements de couleur claire ou des vêtements de sport munis d'éléments réfléchissants. Il faut toujours être vu le mieux possible. Le port des pantalons serrés est obligatoire. Utilisez des principes de cycliste et les cas échéants. Vos chaussures devraient posséder de semelles antidérapantes et rigides. Ne lâchez jamais le guidon. Même si vous avez déjà de l'expérience dans l'utilisation des VAE, il est impératif de lire préalablement le chapitre avant la première utilisation et d'effectuer les contrôles importants mentionnés dans le chapitre avant chaque utilisation. Il faut bien tenir compte qu'avec notre VAE, en tant que cycliste usager de la route, vous êtes particulièrement exposé. Protégez-vous et protégez les autres en adoptant un comportement routier responsable et soucieux de la sécurité. So, das war's. Es geht dann weiter mit Hinweise für Eltern und Erziehungsberechtigte. Tschüss.